Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Hier stelle ich nun eine Frühjahrsfahrt über dem Gampenpass vor. Der Gampenpass ist 1518 Meter hoch. Dann fahre ich somit eine Höhendifferenz von 1230 Meter. Wie schlägt sich da EAP im Frühjahr? Was ist da der Verbrauch? Im Anschluss werde ich diese Daten alle auswerten, auch vor allem mit dem Carscanner, und ihr werdet sehen, der EAP schlägt sich recht gut. Also die Fahrt beginnt von Lana, geht über die Straße hoch zum Gampenpass und danach fahre ich noch weiter nach St. Felix. Danach zum Schluss dann noch Rückfahrt und eine kleine Einkehr in ein kleines Dorf Platzes. Und dann wieder runter nach Lana. Klarerweise vom Gampenpass runter kann ich recht gut rekuperieren. Jetzt starte ich die Fahrt. Man sieht, ich habe das Auto auf 80% circa aufgeladen, Nettobatterie. Das sind 26,32 Kilowattstunden. Angezeigt werden Bruttobatterie dann 78,82%. Die Fahrt geht am Berg hoch. Die Temperatur am Start zu Beginn sind etwa 15-16 Grad Außentemperatur. Meist fahre ich den Berg hoch mit 50, maximal 60 Stundenkilometer. Es ist eine relativ freie Fahrt, kaum Verkehr. Es ist Samstag, der 1. Mai. Es fangen jetzt langsam die Corona-Lockerungen an. Okay, jetzt kommen wir schon fast am Gampenpass an. Da ist die Außentemperatur schon etwas kühler, 7 Grad circa. 59% habe ich noch Batterie im Akku. 59,75%. Wahrerweise zeige ich die Bilder alles im Zeitraffer, deswegen stimmen die Werte nicht immer ganz exakt überein. Jetzt sind wir am Gampenpass angekommen. 6 Grad Außentemperatur, 55,36% habe ich noch Nettobatterie. Also 25% habe ich in etwa jetzt bergauf abgebraucht. Jetzt fahre ich runter zum nächsten Dorf, an der anderen Bergseite. St. Felix und kann da einigermaßen wieder gut rekuperieren. Das heißt, ich lade die Batterie wieder recht gut auf. Es geht da runter. Man sieht an den Seiten, 1. Mai ist noch relativ viel Schnee. Heuer war in Südtirol viel, viel Schnee. Deswegen auch die kälteren Temperaturen noch mit 6 Grad plus am Berg. Aber das macht im Auto oder beim Auto gar nichts aus. Eingestellt habe ich nur normale Fahrt, nicht mit Eco, aber auch 18 Grad Innentemperatur. Das heißt, er muss eigentlich fast gar nichts oder gar nichts aufheizen. Ich bin zu viert unterwegs, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die Straße am Berg ist gut befahrbar, man hat keine Probleme. Rekuperieren kann man meist mit B und gibt gleich Gas oder auch mit D2, D3 recht gut. Das Video sollte jetzt mal ein kleines Beispiel sein, wie effizient der EAP am Berg fährt. Im Sommer werde ich noch einige weitere Videos veröffentlichen, wo ich einige Pässe in Südtirol abfahre. So zum Beispiel den Jaufenpass, den Benzrioch und vielleicht versuche ich auch mal den Stilfsrioch, den höchstgelegenen Bergpass. Aber auch den Timmelsjoch wäre mal interessant zu wissen, was da die Werte sind. Und klarerweise auch in den Dolomiten. Also, es folgen noch weitere interessante Videos mit Auswertungen am Berg. Ich sehe schon, im Allgemeinen schlägt sich der EAP im Berg sehr gut und es ist sehr angenehm zu fahren. Man muss wenig bremsen und bis gar nicht bremsen. Man kann alles mit der Rekuperation schaffen und das macht das Fahren sehr, sehr angenehm.
Und auch der Verbrauch am Berg ist erstaunlicherweise sehr gering, nahezu identisch mit ebenen Strecken. Klarerweise, wenn man rauffährt und man muss wieder runterfahren, das zusammenrechnen. Am Berg hoch hat man schon Durchschnittsverbrauch von über 20 Kilowattstunden. Aber durch die Rekuperation kann man wieder einiges einholen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Bergdorf, unsere liebe Freienwalde, wo es im Winter auch ein kleines Skigebiet mit Rodelspaß gibt und recht nette Gasthäuser. Man kann auch recht schön wandern hier. Ich werde die Auswertung beginnen, wie die Daten vom Carscanner aufgezeichnet wurden. Also angekommen zu Hause bin ich dann wieder mit 16 Grad Umgebungstemperatur. Das sind dann 61,94% Netto-Batteriestkapazität und 20,12 Kilowattstunden in der Batterie. Das ist recht ein guter Wert. Gute Batterie wären dann noch 22,8 Kilowattstunden in der Batterie. Die Auswertung folgt jetzt gleich anhand einer Excel-Tabelle, wo ich die Daten dann auch eingetragen habe und ausgewertet habe. Auch die WeConnect-ID-Daten habe ich hier hinzugenommen. Also starten wir gleich. Am Start hatte ich 80,35% Netto-Kapazität der Batterie, am Berg dann 55%, St. Felix dann etwas mehr beim nächsten Dorf und beim übernächsten Dorf zurück wieder über den Pass, klarerweise wieder in etwa dasselbe wie auf dem Pass, war 55% und am Ziel kam ich dann an, wieder zu Hause mit fast 62% Netto-Kapazität. Also in etwa 18 Prozentpunkte hatte ich Batterie verbraucht für die 60 Kilometer Fahrt. Auf der rechten Seite sehen Sie die Werte der Bruttokapazität der Batterie. Somit ist der Verbrauch nicht allzu hoch, da man recht gut rekuperieren konnte. Hier die Differenzberechnung. Also ich habe 18,41% verbraucht, Prozentpunkte. Das sind dann im Schnitt auf 100 Kilometer 10,33 Kilowattstunden von der Netto-Kapazität und dasselbe auch von der Brutto-Kapazität in etwa. Bei WeConnect, WeConnect ID, hatte ich ähnliche Werte. Durchschnittsgeschwindigkeit 35, Verbrauch 9,7, ein bisschen niedriger sogar. Die Nebenverbräuche waren hier 1,6, relativ gering, aber die Rekuperation mit 7,8 recht hoch, wie man hier sieht. Die Gesamtfahrzeit dann eine Stunde und 42 Minuten. Das heißt, im Frühjahr eine Bergfahrt ist unter 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch leicht möglich. Und das hat mich selber erstaunt, dass es jetzt so leicht möglich ist. Deswegen, am Berg ist er recht effizient. Okay, das war's nun. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Bleibt dran, ich werde noch weitere interessante Videos am Berg veröffentlichen. Bitte abonniert meinen Kanal und für jedes Daumen hoch und jeden Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ciao, euer Elektroauto-Kanal.